Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge 112, zur 112. Folge des Risen 3 Let's Plays, wo wir gerade hier den Schatz ausgehoben haben und wir jetzt uns einen Überblick über die Quests machen wollten, lange angekündigt. Und für euch einmal als relevante Info, wir haben Kaladro vollständig abgefarmt, Kila, Taranis, die Drachenküste und Antigua. Als nächstes müssen wir nach Takarigua. Hier müssen wir mit irgendeinem Typen reden für die Mainquest, damit wir auf Taranis diesen Obelisten aktivieren können. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal alle anderen Quests, die nicht auf der Nebelinsel sind, auf Takarigua und auf der Insel der Diebe. Das machen wir jetzt erstmal. Insel der Diebe würde ich vielleicht noch vorschieben, aber erstmal gucken wir jetzt überhaupt. Was haben wir denn hier überhaupt? So, das ist die Magiergalerie hier. Die brauchen wir wahrscheinlich erst machen, sobald wir die Obelisten aktiviert haben. Das ist Takarigua, da soll ich einen Besuch abstatten. Das kommt noch. So, das Geisterritual. Große Vorbereitung. Rekrutiere das. So, der Blitzmonolith im Süden. Das ist der, von dem ich rede. Main Quest. Um den zu aktivieren, müssen wir hier mit Yifego in Takarigua reden. Ne? Später. So, das Reich der Schatten. Das wäre noch interessant, weil wir haben hier das sind nur zwei Portale noch offen, die wir noch nicht geschlossen haben. Das kommen wir erst später ran und das hier erledigt sich, sobald wir auf diese Insel kommen. Gut. Crew. Schwarzmagische Experimente. Bones Versteck. Bones besaß vor längerer Zeit ein schwarzes Herz und versteckte es in einer Geheimkiste im Norden von Takarigua. Das wäre auch hier. Schatten der Vergangenheit. Auf meinen Karten kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Was ist denn das Erbschutt hier? Mendoza hat mir erzählt, dass es mir möglich ist, mit bestimmten Geistern im Schattenreich zu reden. Dafür würde ich den Gegenstand finden, wenn ich ihn als gehörte. Ich habe... Okay, was ist das hier? Wird mir das irgendwo angezeigt? Da? Oben? War ich da oben nicht? Meine Meinung, ich war da. Und des Schatzes sehen, was ist das hier? Mendoza rief mich, Grace of Antigua nach Slanes Taschentuch zu fragen. Da können wir noch hin. Da können wir aber auch noch mal gucken, was da oben genau ist. Ob ich das vielleicht übersehen habe? Vermutlich ja. Edward meinte, er könnte mir Menschlichkeit zurückgeben. Das brauche ich nicht. Weibliche Reize. Der Lagermeister Rumholt hat in sein Lagerhaus am Hafen von Taranis eine verschlossene Kiste mit all seinen Ersparnissen. Er hat mir einen Schlüssel verschlossen. Den er stets bei Supetti. Ja, okay, das will ich nicht machen, weil ich dazu ihn beklauen müsste. Okay, ich sehe was du nicht siehst. Sadek, ein großer Sammler an wertvollen Drinks. Ein Fass, als ob er jeden... Ich sollte ihn in Gelegenheit danach fragen. Das ist einfach nur auf meinem Schiff vermutlich. Ja. Okay, so, Takarigua. Da wollen wir als nächstes hin, oder? Genau, da wollen wir als nächstes hin. Das brauchen wir nicht aufmachen. Kalador. Ein neuer Rang, Hexenjagd. Das machen wir nicht. Beziehungsweise, ich habe da noch keinen Bock drauf gehabt. Vielleicht machen wir das ja irgendwann noch. Aber bis jetzt war das noch nicht in meinem Interesse. Taranis, der vermisste Gnom. Das ist der Gnom, den wir nicht verraten wollen. Das sind die Runen, die wir nicht klauen wollen auf Taranis. Genau. Der Feinschmecker. Oh, das ist das Essen, was wir besorgen wollen. Da gab es doch hier auf der Insel schon das erste, ne? Genau, da können wir mal noch hingehen, das Essen besorgen. Genau, sehr gut, das machen wir gleich. Hafendiebe machen wir nicht. Ziehsichtler, mal schauen. So, Waffen. Das wird mir nicht angezeigt, wo es ist, oder? Doch, wird mir tatsächlich angezeigt. Da oben nicht. Ja, oder das kann das jetzt in der Höhle ist, dass das gar nicht da ist. Ich habe den Griff von Maras in meinem Besitz. Wenn ich die Klinge finde, kann ich sie vielleicht reparieren. Da unten war ich eigentlich auch. Okay. Und das hier ist dort. Okay, also. Legendäre Gegenstände noch. Da mal gucken. Der Plan. Auf Takarigua. Gut. Das heißt, wir haben jetzt folgende Quests. Einmal den Feinschmecker hier auf dieser Insel. Den ich hier besorge. Und eigentlich dann nur noch einmal auf Taranis da oben gucken und einmal da unten gucken. Wo wir das Essen daher, was wir da finden können. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und dann können wir schon auf nach
Puerta Zacaria gehen oder whatever. Also hier auf Tacarigua, diese Stadt. Da gehen wir dann aber gleich hin. Gut, gut. Also, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, es ist schlimmer questtechnisch. Aber es sieht eigentlich, ja, ich würde sogar fast sagen, gechillt aus. Es ist, denke ich mal, jedem klar, wohin die Reise hingeht, ne? Was ich vorhab, was ich machen möchte. Und, ja. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken oder so. Komm ich hier durch? Natürlich nicht. Dann halt da lang. Ja, ja klar, dass ich mich hier zwei, dreimal verlaufe, von daher. So, das ist der Ausgang, den ich suche. So, jetzt möchte ich einmal, bevor ich auf mein Schiff gehe, da hoch, da laufen wir also jetzt hier ganz normal hier dann so rum. Okay, also erstmal den ganz normalen Weg zurück. Habe ich Essen zum Kochen? Kein Fleisch zum Braten. Nein? Ich könnte noch gucken, ob ich irgendwas skillen könnte. Habe ich da Bock drauf? Weiß ich, schieb das schon länger vor mir her und es wäre wahrscheinlich gar kein Riesenakt. Ach nee, ich habe keine Lust zu gucken, ob ich irgendwo sinnvoll irgendwas skillen kann. Warum liegt die Leiche noch? Dort habe ich die nicht gelootet. Eigentlich schon. Na gut. Also, nichts gegen... gegen Skillen, aber ich habe keinen Bock, jetzt Skillen zu gehen. Ich bin stark genug. Ich gehe Skillen, wenn es schwer wird. Oder wenn ich zufällig in der Nähe von etwas bin, wo man einfach mal gucken könnte, dass man da was skillen kann. Ansonsten schieben wir das auf die lange Bank. So, hier oben soll es jetzt Essen geben. Da reden wir aber erstmal mit euch und gucken, ob das denn der Fall ist. Endlich schmeckt das Fleisch wieder. Eher nicht. Wie sieht's hier hinten mit dir aus? Du bist tatsächlich noch da. Immer mehr Fremde bedeuten immer mehr Probleme. Okay. Heißt das, ich muss das Essen hier klauen? Was sollen wir denn überhaupt besorgen? Schmackhafter Schinken, zarte Muschel, aromatischer Schwein. Hm. Es ist vermutlich in einer dieser Kisten. Ich speichere mal, dann gucke ich da rein. Den hier brauche ich. Ihn interessiert es. Endlich schmeckt das Fleisch wieder. Interessiert es nicht. Alles klar, gut, dann. Auf geht's. Zurück zum Schiff. Auf nach... genau, bei dem Fleisch. Wir müssen das überhaupt alles... In Kila müsste ich noch Fleisch sammeln. Da könnten wir kurz vorbei illern. Und in Antigua. Den schnell hin und her scrollen. Habe ich dann alles? Weiß nicht, wo ich das Essen hier zurückkriege. Vermutlich kriege ich das... Ich weiß nicht, wo ich das hierher kriege. Gut, reisen wir erstmal noch nach Kila, dann nach Antigua und dann nach Taranis. Und besorgen dort das Essen zumindest noch. An Bord.
Soll ich wieder meine Crew inspizieren? Nö, was sagst du? Rasier dich! Ist es auch egal. Perfekt. Dann auf in See stechen nach Ila. Okay, unerwarteter Direktteleport. Komm mit. Gut. Hier einmal an Land. Und jetzt muss ich hier nur gucken, mit wem genau ich reden muss für das Essen. Beziehungsweise, ob ich das hier einfach wieder klauen muss. Im ersten Moment steht hier keiner. Es könnte in der Kiste sein. Was sollen wir denn überhaupt auftreiben? Ja, vermutlich aromatischer Wein wird hier sein. Wir könnten mit dir einmal reden. Wer? Wie? Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Ja, Silberzunge meistern kann ich machen. Ich bin noch nicht gut genug. Dachte ich mir aber schon, der Rest ist mir egal. Ja. Apfel. Hocker. Hall. Ja, das stimmt. Also entweder es ist in den inneren Kisten oder es ist hier außen in der Kiste. Ich würde jetzt einfach mal schauen, was wir, wenn ich die Kiste aufmache. Reagieren die da drauf? Komm, nehmen wir den Rest auch noch mit. Hat keinen interessiert. Whatever. Heute auf dem Diebstahltrip. Was ist denn da los bei mir? Das mache ich sonst nicht. So nach Kila. Nee, nach Antigua. Und du auch wieder mit Kompetti. Komm mit. Ei. So, jetzt suchen wir hier was. Da im Lagerhaus vermutlich würde ich jetzt hier den Käse vermuten. Und zwar. Ja, richtig, aber die Zeiten waren auch nicht besser. Hier, nee. Im Gasthaus. In dieser Hütte? Und dann wo genau? Bei einem von euch? Dieses Mal versaufe ich nicht alles. Versprochen! Viele finstere Gesellen sind da draußen unterwegs in diesen Tagen. Hey, wie sieht's mit dir aus? Gib mir was von deinem Zeug. Klar, was willst du haben? Ja. Er scheint es nicht zu haben. Was genau will ich haben? Muscheln oder Käse? Muscheln oder Käse? Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Wie machen sich morgens Männer? Eine schlagkräftige Truppe. Für mich sind es allerdings immer noch Slains Männer. Ich habe von dem Säufer morgen nie viel gehalten, wenn ich ehrlich bin. Besser für alle, dass er weg ist. Und nur unter uns beiden. Er hat bei mir mal eine Rechnung mit einer Schatzkarte beglichen. Wenn du willst, verkaufe ich sie dir. Ich komme eh nicht dazu, nach seinem Schatz zu suchen. Ja, komm, gib her. Gib mir morgens Schatzkarte. Klasse, endlich bin ich den Lappen los. Viel Erfolg bei der Schatzsuche. Okay, wir werden gleich mal hier alles abfragen. Wo ist der Schatz? Morgens Schatz, da. Auf Kila, da hinten. Okay, mich interessiert aber immer noch erstmal das hier. Ich suche das hier. Tarte Muscheln oder exquisiter Käse? Klar. Nichts von beiden ist hier erstmal drinne. Okay, das hier aufmachen brauche ich nicht, ne? Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Eh zu kompliziert. Reden tut hier auch keiner mit mir. Dann gucke ich mal kurz eine Etage höher.
her! Mach das nicht nochmal! Ist es in dieser Truhe dort? Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Okay, das hat sich dann erledigt. Du willst doch hier nichts klauen. Also hier kriege ich das nicht nebenbei einfach so mal weggenommen. Dazu ist es hier zu doll bewacht. Okay, gut, dann reden wir mit Spencer über die restlichen Punkte. Was gibt es Neues? Was genau willst du wissen? Freut es dich, die alte Piratentruppe von Kila in deiner Stadt zu haben? Ach, der Sauhaufen. Mir wäre lieber gewesen, du hättest sie dort gelassen. Naja, wenigstens vertragen die einen ordentlichen Schluck Rum. Was hältst du von den Dämonenjägern? Die sind doch völlig abgedreht. Glauben sie wirklich, dass sie mit ihrer dämlichen Kriegsbemalung jemanden beeindrucken? Keine müde Münze würde ich auf sie setzen. Mach mal halblang, ich bin jetzt auch einer von ihnen. Tja, dann hoffe ich für uns alle, dass du dich dabei nicht verzettelt hast. Wie ist die allgemeine Lage in der Stadt? Irgendwas ist passiert im Hinterland. Man hörte es bis hierhin. Warst du das? Keine Ahnung, was du meinst, aber wir haben ein Kristallportal im Hinterland geschlossen. Na, was auch immer. Jedenfalls scheint sich alles allmählich wieder zu beruhigen. Erzähl mir mehr über Morgens Schatz. Naja, immer wenn er einen übern Durst getrunken hat, hat er von seinem Schatz gefaselt. Ich habe ihm natürlich kein Wort geglaubt, aber naja, warum sollte er im Suff lügen? Als er dann wieder mal bei mir anschreiben lassen wollte, habe ich ihn mit der Karte zahlen lassen. Er sagte, er hätte seinen Schatz auf einer Insel voller Eingeborener verbuddelt, wo kein Schwein ihn finden kann. Naja, und das war's im Großen und Ganzen. Okay, der Rest interessiert mich nicht. Gut, mehr hier auf Kila hatten wir nicht, auf Antigua hatten wir nicht. Jetzt reisen wir noch einmal zurück nach Kila, besorgen uns den Schatz. Und ja, das mit den Klauen, also mit den Klauen, wenn nichts reagiert, doch, die Mädchen waren konnte man ja noch machen. Aber jetzt, da wo alle aggressiv da drauf sind, da klaue ich natürlich nicht. Ist verständlich nicht. So, auf nach Kila. So, du darfst wieder mitkommen. Komm mit. Kein Problem. Und auf geht's an Land. Jetzt müssen wir einmal uns hier reinarbeiten bis nach ganz da hinten. Hier hinten ist der Schatz. Morgens Schatz, da. Da hinten ist der Schatz, den ich jetzt ausbuddeln möchte. Ist leider ein Stückchen Weg, aber ach, das kriegen wir hin. Und danach gehen wir dann zurück auf Taranis, glaube ich. Und machen dort noch die letzten beiden Sachen, die mir da noch aufgefallen sind in der Quest. Und wenn wir die dann haben, dann geht's auf nach Takarigua und dann reden wir dort einmal mit allen. Und dann sind wir tatsächlich mal wieder auf einer Insel, auf der wir bereits in Risen 2 waren. Und die wir dann eh komplett erkunden wollen und das wird dann eh Chaos pur werden. Ich sag's euch jetzt schon. Komm, wir töten die Ente. So, hier links, glaube ich, gleich, oder? Ne, wir müssen noch eins nach unten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da nach oben müssen oder ob das Ganze unten ist. Aber beides hin. Wir haben ja eh alles geklärt, von daher ist es relativ Wumpe. Ich sehe nur, dass die Zeit knapp wird. Aber das ist auch egal. Gut, dann gehen wir nächste Folge hier den Schatz ausheben.
Und ich habe euch ja gesagt, wie es weitergeht. Ich fasse jetzt nicht nochmal zusammen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und nicht mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß. Und sage immer zum Schluss. Tschüss.